Hallo und Servus und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die 12. Folge von Silence. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir sind gerade dabei, die Lumis einzufangen. Die sind für unseren Bruder, damit er die zwei Kids beeindrucken kann, um weiter vorzukommen. Die möchten nämlich was ganz, ganz, ganz Tolles. Und ja, wir sind weitergekommen. Wir haben den Splitter fast schon wieder in unserem Besitz. Aber wir müssen die Lumis denn einfangen. Wo auch immer die jetzt sein mögen. Obst mögen die Lumis nicht. Zu gesund. Habe ich mir schon gedacht, aber... Die Lumis lieben Süßes. Genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Tja. Da ist bestimmt nichts möglich. Da? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Na leider. Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Nee, aber er? Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Wer weiß, wer weiß. Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Wo sind sie dann hingelaufen, wenn es zwei sein sollen? Mal sehen. Die mögen ja kein Wasser. Ach nö, da ist er. In der Keksdose. Jetzt sehe ich das. Das ist eine Keksdose. Wie niedlich. Hab dich. Okay, jetzt darf ich ziehen. Oh Gott, das, wenn du erst aufst, den hier auch noch. Jetzt ist er weg. Sehr drastisch. Aber wirkungsvoll. So, Lumi Nummer 1. Süß. Ganz süß. Jetzt tragen wir den zum Rohr. Und haben schon mal ein Lumi. Oh, das ist der zweite. Ah ja. Der hat Spaß. Mal gucken, wie wir den da runterkriegen sollten. Der ist sehr lustig. Der kann das gut für dich. Kleiner Frechdachs. Die Keksdose ist ja klar. Ich weiß bloß nicht, wo noch eine andere sein könnte, aber gut. Das wird jetzt auch ein bisschen eng. Pass auf, gleich wird's lustig. Nee. Ja. Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnappe ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Du krabbelst jetzt zu Sedgwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay! Als ob. Der Arme. Ach du Scheiße. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Oh Mann. Oh, knallt die den einfach da rein. Als ob der das machen wird. Der ist stinksauer. Süß. Muss ich schon schmunzeln? Ja, kleiner Frechdachs. Wie krieg ich dich jetzt da weg? Da ist einer. Oh, weg. Und jetzt? Ich gehe einfach nochmal zurück, weißt du? Wo hat's denn jetzt verschlagen? Wie ist er hier oben? Kann ich eigentlich wieder zu Spot wechseln? Anscheinend nicht. Ich schaue einfach mal. Keine Ahnung gerade, wo der jetzt ist. Es müssen ja unbedingt zwei sein, ja? Da ist er nämlich.
Nee, das wollte ich eigentlich nicht. So viele Glücksmünzen. Ja, der stinkt sauer natürlich. Wie willst du den jetzt da hinkriegen? Naja, okay. Das Wasser hat sich so verändert, ne? Aber ob ich den kriege? Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumi sein? Versteh einer Mädchen. Komm her, Freundchen! Wow! Okay, ich schieb mal die Bank einfach mal noch mal eine Runde weiter. So, ja? Ich weiß es nicht. Alle Kinder lieben Ballons. Weil der hüpft ja immer wieder runter. Oder kann es ja auch. Er hat einen Luftballon in der Hand noch. Der hat ihn jetzt nicht losgelassen. Ist gar nicht so einfach. Wie kriege ich dich jetzt da hoch? Wie pumpe ich dich da? Ach, mit Spot irgendwas, ne? Mit Spot. Aber Spot brauche ich halt natürlich erstmal. Ja, jetzt ist der wieder da. Da ist einer. Oh, weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob da ein Lumi drin ist? Dann kann ich noch nichts machen, nee. Nein, geht nicht auf. Jetzt versuche ich das Ganze noch einmal. Ist aber cool gemacht, dieser Wechsel. Den gab es damals bei Silver Spirit World eben noch nicht. Jetzt habe ich einen Luftballon. Das Wasser schaut anders aus jetzt gerade. Finde ich jetzt. Komm her, Freundchen. Wow. Das war wohl wieder nichts. Mit Süßigkeiten, Automat. Der hat ausgelutscht. Mal sehen. Hier kann ich wieder runter. Hier kann ich die Bank verschieben. Brunnen mit Münzrohr. Mit den Waffen eines Clowns kommst du an jedes Kind vorbei. Im Luftballon wollten die jetzt eigentlich nicht. Ich habe ja keine Süßigkeit mehr. Ich kann auch mit dem Rohr nicht mehr interagieren. Ich glaube, ich kann den jetzt nur hier hinschieben. Ach man, das ist gar nicht einfach. So. Nächsten Leben. Nee, komme ich nicht mehr hoch. Brunnen mit Münzen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Geld habe. Ich glaube, Geld habe ich nicht mehr. Ich habe eigentlich gar nichts momentan. Wie fange ich jemanden ein? Mal schauen, ich gehe noch mal runter. Jetzt müssen wir uns noch die Lumis schnappen. Das ist gar nicht mehr so einfach. Ich kann mich daran erinnern, dass man da auch ein bisschen braucht. Da kann man leider nichts machen, oder? Nur hier reingucken.
Doch, ich habe Geld und anscheinend Bonbon. Der eine Lumi war jetzt ganz einfach. Ich schnapp mir jetzt mal noch meinen Ballon. Alle Kinder lieben Ballons. So, den hält er denn jetzt fest erstmal. Und mit Münzen, Rohr. Ich gehe trotzdem jetzt mal mit dem Ball weiter. Findet ihr denn Ballons? Toll! Aber nicht ganz, ganz toll. Hey, hört auf damit! Wie frech und gemein. Also es hat jetzt gar nichts gebracht. Nur auf eine Idee hat es mich gebracht, mit Wasser zu füllen. Ist das vielleicht auch möglich? Ich weiß es nicht. Man könnte die Lumi damit werfen, weißt du? Naja. Alle Kinder lieben Ballons. Keine Ahnung. Warum hast du ja keine Ahnung? Wird auch nicht mehr gespottet. Blöde Lumi. Tschüss. Hier kann ich nur nach unten. Was war mit der Bank? Warte mal. Ich schau noch mal, ob da was geht. So, nochmal runter. Nee, nur so, ne? Nur unten, also nur seitlich. So. Ei. Nur so. Ich hätte gedacht, dass ich die Bank etwas verschieben könnte. Das kann ich aber nicht. Das kann ich leider nicht. Nein. Ich hoffe, die Lumis helfen Cedric weiter. Das macht ihr doch, oder? Mm-mm. Nicht freiwillig, aber es wird schon werden. Kaputtes Rohr. Hier hat sich keiner versteckt. Wir haben das hier. Hier ist eigentlich auch nichts. Alles in Ordnung da unten, Spot. Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Es sollen ja nur zwei sein. Zum Marktplatz. Wie fangen wir diesen einen Lumi ein? Einen haben wir ja schon. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Können er hat wir ihn überhaupt keine Augen. Nicht irgendwie reinstoßen, verletzen? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Leider nicht. Ups.
Obst mögen die Lumis nicht. Zu gesund. Da ist einer. Oh, weg. Der ist weg. Also eigentlich schon weit, also eigentlich schon oben. Vielleicht kann ich jetzt mit Spot agieren. Gut, ich finde erst einen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Alles in Ordnung da unten, Spot? Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Das war vorhin weil einfacher, ne? Och. Wie kriege ich dich dahin? Ich glaube, es ist schon richtig so. Bloß, was mache ich mit Monsieur Lumi Nummer 2? Mit diesem etwas gräulichen Lumi. Der hat auf jeden Fall viel Spaß. Das interessiert ihn ja gar nicht, ne? So viele Glücksmünzen. Ich nehme mir noch mal eine Handvoll mit. Kann man ja immer gebrauchen. Finde ich. So, Lumi auf der Wirftung. Schauen wir mal, ob hier irgendwas zu machen ist. Ihn erschlagen damit. Ausgelutscht. Schade, weil ich würde ja... Wir hätten schon längst am Hafen sein können. Oh, was machen wir mit ihm? Wir bräuchten hier irgendwas, was kleben könnte, zum Beispiel. Das wäre auch eine Idee. Aber ich hätte keine Idee, was wir da haben könnten. Im nächsten Leben. Du kletterst dann nicht mehr rauf. Ja. Da habe ich nichts gefunden. Komm her, Freundchen. Wow. Wird auch nicht gehighlightet, ne? Das Einzige, was geleitet wird. Im Gegensatz zu Noah habe ich keine Höhenangst. Ich krieg direkt Lust, runterzuspringen. Okay. Oh Mann. Das weiß ich jetzt leider nicht. Auch schade. Das ist zu lange her. Ich wusste nur, dass es knifflig war. Okay. Er ist da abgeprallt und ist dann da wieder rein, oder wie? Man müsste auch da irgendwas drunter legen können. Was wir ihn haben könnten. Ne? Man könnte jetzt zum Beispiel diese Keksdose auch wieder drunter legen, dann kann er sich da reinkrümeln. Aber leider haben wir hier wahrscheinlich eine Luftblase. Oh, der Arme. Warte, ich trockne dich gleich ab. Ja. Ich dachte, er ist nicht ertrunken. Witzig, süß. Ein kleiner Lumi. Hm.
Mal sehen, wo der sich jetzt versteckt hat. Hey! Und jetzt der andere. Ich weiß noch, dass da irgendwas war, aber keine Ahnung. Warum raucht's da so? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Dass... Ach, da! Tatsächlich bei den Obstsorten. Da, jetzt ist er doch bei den Süßigkeiten. Nein. Und jetzt taucht er hier wieder auf. Ich habe leider keine Süßigkeiten mehr. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Wie kriege ich dich? Ich habe doch eigentlich ein paar Sachen, aber nicht das, was ich brauche. Ich gehe noch mal kurz hier zurück. Der erste Lumi war sehr einfach. Die anderen zwei weiß ich nicht. Aber ich finde, ich fühle mich eine Runde weiter. Alles in Ordnung da unten, Spot? Ich kann nur bloß mit Spot leider nichts machen. Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Ein Blick nach oben. Nee. Auf jeden Fall fällt der eine hier runter. Darum kann ich mir auch vorstellen, da was hinzulegen, aber... Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Pool keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Mal sehen, könnt ihr vielleicht da was präparieren? Nee, kann ich gar nicht. Ich kann ja das gar nicht an... Dingsen. Sie ist einfach nur hingegangen. Ich habe jetzt gedacht, oh cool. Da ist einer. Oh, weg. Ja, leider. Hab dich. Aha, man muss schnell sein. Tja. Ich mache nur ein bisschen länger, damit wir ein bisschen fortschreiten. So, jetzt puste ich dich aber hier durch. Hey, soll der dritte auch noch mit? Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Okay, alle hopp. Und... Zack. Sie müssen jetzt hochkrabbeln. Sie müssen. Spot, die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? It's time for Spotty time. Hast du eine Idee? Hey, Spotty, hallo? Ich hab vielleicht eine Idee.
Müssen wir mal gucken. Da ist ein Hebel. Ja. Pumphebel. Loch in der Wand. Aber da komme ich, glaube ich, wahrscheinlich hoch. Schlecht möglich. Noch schlechter möglich. Und hier? Oh, süß. Wir müssen uns wieder normalisieren. Ups. Jetzt können wir durch. Au. Oh. Ach, wir müssen... Müssen wir uns verkleinern? Zum Kanal hoch. Aber da werde ich wahrscheinlich wieder brennen, oder? Nee. Kann ich nochmal durch? Ich will nochmal durch. Ja, dann würde ich trotzdem den Part doch beenden. Ja, ist eine gute Zauberkiste. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Chroniken offline. Schnitzelparty.